So, dann wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren, wunderschönen weiteren Video hier in Forza Horizon 5. Und wir sind heute mit einem sehr, sehr speziellen Auto zurück, nämlich dem Nissan Tsuru. Und jetzt werde ich erstmal sagen, der Nissan was, Lukas? Was für ein Nissan? Gesundheit. Der Nissan Tsuru, ja, das meistgewünschte Auto von Forza Horizon. Und ihr werdet sich hier fragen, what, bitte was? Ja, heute werden sehr viele Fragezeichen aufgestellt werden. Erstmal im Forum von Forza Horizon konnte die Community ja sich immer Autowünsche stellen. So sagen, hier, das Auto hätten wir gerne. Und dieser Wagen hat einen besonderen Grund, warum er so viel gewünscht worden ist. Weil, und das muss man den letzten Forza Horizon Teilen sehr positiv anrechnen, wir hatten letztes Mal Forza Horizon 4 mit Großbritannien. Da hatten wir sehr, sehr viele britische Autos reinbekommen. Davor hatten wir Forza Horizon 3 in Australien. Da haben wir sehr, sehr viele australische, wie Ford Falcon, UTEs und so reinbekommen. Und jetzt sind wir in Mexiko und haben ein Auto, dieses komische Track-Tool da, was bei Forza Horizon 4 schon reingekommen ist. Dementsprechend und keine wirklichen sonst spezifischen mexikanischen Fahrzeuge. Und dieser Wagen ist sehr spezifisch mexikanisch. Basiert letztendlich auf dem Nissan Sentra der Anfang der 90er. War einfach eben dann nochmal eine Ausstufung eben für Mexiko. Dem Vergleich zu, ich kann euch mal kurz sagen, wie lange das Ding in Amerika gebaut worden ist. August 1990 bis Oktober 94. Und jetzt gebe ich euch mal kurz die Daten, wie lange dieser Nissan Tsuru, wie gesagt, Nissan Sentra, in Mexiko produziert worden ist. 1992, also zwei Jahre nachdem die Amis das Ding bekommen haben, Mai 2017. Ja, die Mexikaner haben, was Fahrzeuge am Markt angeht, einen sehr, sehr interessanten Markt. Auch VW hat sehr, sehr viele spezifische mexikanische Modelle. Auch der Käfer wurde ja, glaube ich, bis 2010 oder so da produziert, also ewig lange. Weil es da keine Sicherheitsgesetze gibt, glaube ich, die irgendwie einen davon abhalten, 2010 noch einen Käfer kaufen zu wollen. Also nichts dagegen, den Käfer zu kaufen, aber ich meine, wenn es dir am Leben hängt, fährst du keinen Käfer. Oder Trabi oder irgendwie Autos aus den Baujahren, das bringt dich alles um. Im Unfall. Vor allem mit modernen Autos im Vergleich. Oder in Kontakt mit einem modernen Auto. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der mexikanische Fahrzeugmarkt hat sehr, sehr viele skurrile Fahrzeuge und eben auch brasilianische unter anderem auch. Mit denen ist das auch sehr ähnlich. Und den Fahrzeugen, die halt ewig gebaut worden sind, wie gesagt, wie der Käfer. Oder eben jetzt hier in dem Fall der Nissan Tsuru, der wohl auch, der im Stadtbild von Mexiko wohl ja recht häufig anzufinden ist im Bereich von Taxiunternehmen und so ein bisschen der 190er, der Mexikaner. Außer, dass der 190er nicht bis 2017 noch vom Band gelaufen ist. Und ja, wir haben hier das 2010er Modell. Ich denke mal, da waren ein paar Facelift-Sachen daran, aber ich vermute, grundsätzlich haben die da jetzt nicht das Rad neu erfunden an dem Fahrzeug. Hat ein bisschen andere Scheinwerfer bekommen, Vierzylinder-Motor und ja, lief dann halt weiter schon vom Band. Ich muss sagen, Innenraumausstattung ist schon, es hat schon Charme und ich finde es sehr cool, dass ich es jetzt umgesetzt habe, weil wie gesagt, er wurde super lang von der Community gefordert und ich, wie gesagt, ich sag's nochmal, nachdem Mike Brown und einige das Studio irgendwie verlassen haben und ich will dem Mann wirklich nichts Böses, aber seitdem da einige verlassen haben das Studio, weiß ich nicht warum, aber ist das Spiel irgendwie community-orientierter geworden und irgendwie kamen mehr Updates, die auch irgendwie Sinn und Verstand haben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich will, wie gesagt, da keinem was Böses, aber es ist auffällig. Und wie gesagt, zum Beispiel sowas, dass eben das meistgewünschte Auto der Forza-Community seinen Weg ins Spiel gefunden hat, was insane cool ist. Was wirklich insane cool ist. Und den werden wir heute fahren. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leistung wir haben, das werden wir gleich herausfinden. Ich werde gleich mal gucken. Wir steigen hier erstmal ein in dieses Kfz. Eieiei, es ist schon. Man merkt, das ist ein altes Auto, wenn man den Drehzahlmesser ignoriert hat. Es ist links so viel Platz für den Drehzahlmesser und diese riesige Tachoballern, die da einfach noch Kühltemperatur und Sprit rein. Das finde ich gut. Bin mal gespannt, ob die Spritnadel hochgeht oder ob unser Spritanzeige im Arsch ist. Das klingt erstaunlich geil irgendwie. I don't know why. Ich kann es euch nicht sagen. Wir gehen mal kurz eine Runde rausfahren. Wir gehen mal ganz kurz eine kleine schöne Runde durch Mexiko fahren in unserem Nissan Tsuru. Klingt so ein bisschen wie die Churros. Wie Churros klingt das so ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ja, wie gesagt, das wird jetzt nicht super krass. Weil wir haben keine Leistung. Es ist eine, wie gesagt, es ist halt ein günstiges Auto, um nach A nach B zu kommen. Ein günstiges Auto für das mexikanische Volk, möchte man so gut meinen. Und die Innenraumausstattung sieht so ein bisschen aus, als hätte Oma Hildegard dir was gehäkelt und so, ey, Kindchen, leg das mal auf die Sitze drauf, da weiß ich ja nicht, ob man meint, ja, weiß ich, wie ich meine. Ne? Ja, Oma Hildegard redet so, das schämt Oma Hildegard nicht für ihre Sprachweise, die Frau hat Probleme. Auf jeden Fall. Ja, das ist Dennis Anzuro. Da passiert jetzt nicht viel, wir müssen jetzt nicht erwarten. Ich glaube, wir haben Frontantrieb, ne? Vermute ich mal. Warte, wir versuchen mal einen sicken. Pff,
Okay, Sicken Bernie zu ziehen. Haben wir Front? Wir haben Front. Okay, warte mal. Ja, nee, wir gehen direkt in die Garage. Komm, das brauche ich hier keinem antun. Wir fahren jetzt nicht in Nissan Suru hier serienmäßig. Wir gucken mal, ich mache mal kurz den KW-PS-Rechner auf, damit wir jetzt mal schnell wieder... Was brauche ich überhaupt noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Nee, bei dem Spiel brauche ich, glaube ich, gar keinen, ne? Stimmt, bei dem Spiel brauche ich gar keinen mehr. Ah, da war ja was. Ich bin ja wieder beim Spiel wechseln. Nee, doch, brauchen wir doch. Ich habe das ganz verwechselt. Wir brauchen es doch. 78 kW. Wir haben 106 PS. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Aus einem 1,6 Liter Motor. Aber auf, und das ist der krasse Shit, 046 Kilo. Ich habe ein Gefühl, wir können hier ein ganz kleines Monster draus bauen. Leistungstechnisch geht da ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass wir hier ein bisschen weiter rausdrücken können aus dem Kollegen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so anstellen können. Wir können... Meine Fresse, sind das viele Motoren. Mutter Maria, es sind jetzt einfach alle, die das Spiel zu bieten hat. Wir haben einen 2-Liter Reihenvierer, 2-Liter Reihenvierer Turbo. Wir haben einen 6,2 Liter V8. RB26. 1,6 Liter Reihenvierer, 7 Liter V8, 3,8 Liter V6 Windturbo. Racing 3 Liter, 3,5 Liter V8 Windturbo, 4,8 Liter V10, Renn V12, 2,6 Liter Wankelmotor und ein Rennen V8. Uff, Alter, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Boah, der Renn V8, 684 kW ist auf jeden Fall ein Aufstieg, ne? Das ist ungefähr 10-fach, warte mal. 106 PS zu 860. Nett. Wo haben wir denn die meisten Leistungen? Man muss halt sagen, der V8 ist halt gestört mit 860 Newtonmeter. Ja, krass mit dem... Wait, der Renn V12 macht die Karre leichter? Das ist immer ein attraktiver Motor. Mehr Leistung, weniger Gewicht. Das ist aber schon geil. Ich will auf jeden Fall unter den 1000 Kilo bleiben. Deswegen fallen die hier schon mal alle raus. Dann werden wir nämlich alle schwerer. Ja, hier geht gar nichts. Ich glaube, wir machen den Renn V8 rein. Also das hier wäre auch geil. Versteht mich nicht falsch. Aber so einen richtig assigen Big Block Renn V8 Motor da reinzuschellern wäre aber auch schon fies. Muss man mal fairerweise sagen, Alter. Ist auch wirklich so, dass der Wagen sich mehr Wand dabei. Kann das sein? Gut, wie gesagt, sind auch 7,2 Liter jetzt hier drin. Komm, wir bauen den Renn V8 da rein. Ist mir egal. Here we go. Wir bauen ihn auf Allrad ein. Wir fahren ihn aber trotzdem gleich quer, aber mit Allrad, mit der Leistung macht es mehr Sinn. Und jetzt können wir noch schöne Schwindturbos drauf schallern und gehen auf 798 kW und damit haben wir insgesamt jetzt, wie gesagt, knapp über 100 PS hatten wir vorher. Jetzt haben wir 1084 PS und 1094 Newtonmeter auf, mit dem Turbolader, wir gehen, aber ne, 1021 Kilo. Wir haben aber noch Gewichtsreduzierung, wir kommen wieder unter die 1000, keine Sorge. Wir machen hier, der One-to-One, der königliche Scheißdreck. So, was können wir hier anstellen? Wir können... Nein, machen wir nicht. Dann können wir... Oh Gott. Schade, dass der keine extra Bodykit-Teile bekommen hat. Mann, das ist so richtig wildes Vorder-Bodykit, hätte ich richtig gefühlt. Wir haben aber... ein Taxischild. Ja gut, das... Dann nehme ich das Taxischild. Ist okay. Wir bauen natürlich Renn-Slicks da drauf. Ryzen Semi-Slicks. Hier, schöner Slick-Reifenmischung. Natürlich einen schönen 2... Ich will keinem reinreden, aber 225 ist für 1084 PS eindeutig nicht die richtige Reifenbreite, aber alles gut. Alles gut. Ich bin gespannt, wie sehr wir den gleich slammen können. Schöne Mehrteile, was machen wir denn da drauf? Schöne Rotiform, so ein schöner Satz Rotiforms hier oder H&R, HRE? Ne, H&R ist ein Fahrwerkshersteller. Machen wir denn mal. Der darf ja schon ein bisschen extrovertiert jetzt sein, ne? So ein bisschen heute mal hier wir geben dem Wagen eine richtig gute Kur. Der Wagen wird richtig schön gemacht. Ich muss sagen, die Felgen, die müssen halt viel Zoll größer, aber warte mal, wir haben 13 Zoll drauf. Wir machen mal 15er draus. Und wenn die Karre jetzt hoffentlich gleich noch tief kommt, bei Gott beten wir drum. Warte, wir machen jetzt schon mal Spurverbreiterung. Wie viel geht da? Wait, warte mal. Verlängert der den Querlenker? Nee, er verschiebt ihn. Falls sich jemand interessiert, wie das mit Spurverbreiterung läuft. Manche nehmen Spurplatten. Vorher ändert einfach komplett die ganze Achsgeometrie. Das fällt mir bei dem Auto nur wegen der Höhe jetzt gerade mal auf. So, und hinten? Boah, hinten müssen wir dringend viel... Oh. Boah, wenn der jetzt tief kommt, könnte das richtig...
Leckerschmecker aussehen. So, jetzt machen wir erstmal eine vernünftige Bremse drauf. Und jetzt. Komm mit. Warte. Jetzt machen wir das Rennfahrwerk rein. Oh, ja, Mühe vielleicht noch. Wir machen mal kein Driftfahrwerk rein, weil ich gemerkt habe, dass ich dann komplett überfordert bin. Aber. Oh, das könnte gut ausgehen. Das könnte gut aussehen. Frontstabi, Heckstabi. Wir bauen natürlich auch. Können wir einen Käfig einbauen oder geht's? Ja, Käfig geht. Lustigerweise geht jetzt doch mein Käfig. Weil normalerweise, wenn wir Motorswaps hatten, weil viele Autos mittlerweile, wo das Spiel dann gesagt hat, ist ein schönes Motorswap gemacht, dann geht da kein Käfig mehr. Okay, wir können 123 Kilo rausnehmen. Oh, geil. Damit sind wir auf 798 kW, 1094 Newtonmeter und 949 Kilo. Damit haben wir mehr PS als Gewicht. Das ist nicht gesund, aber es ist cool. Es ist verdammt cool. So, Renngetriebe rein, 7 Gang. Dann bauen wir nochmal ein schönes Renndifferenzial rein. Das Ding schallert gleich einfach auf der Viertelmeile wie ein Berserker. Oh, wir können noch Leistung auf jeden Fall reinschallern. Das ist gut. Wir können noch mehr Leistung reinmachen. Warte mal, das macht alleine schon, wie viel? Das macht alleine schon 40 kW, nur die andere Kraft schon mal. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie viel. Hoppala, da geht ja noch einiges an mehr Leistung. Hoppala. Was ist eigentlich sein Auspuff? Ich will nichts sagen, aber dieser 1000 PS vor 8 will dieses Auspuff raus sprengen. Da kannst du gar nicht gucken, was da passiert. Das wird nicht gut. Ladeluftkühler und zuletzt noch eine Schwungscheibe. Und damit haben wir jetzt eine Endleistung von 1011 kW. Das sind insgesamt jetzt 1374 PS. 1385 Newtonmeter auf 978 Kilo auf ein kleines mexikanisches Taxi. Gut. Warte mal, ich guck mal gerade, wie die Taxis aussehen, weil ich will ja schon eine Livery haben, die passt. Was sehen die Nissan? Wie sieht mexikanische Taxis denn aus? Taxi. Die sind gelb, aber die gibt's auch in pink. Ne, weiß-pink sind die. Ja, die sind anscheinend auch so weiß-pink. Weil es gibt auch gelb, aber weiß-pink ist, glaube ich, eher die typische Livery. So, kann ich noch ein bisschen tiefer legen. Ja, da geht... Oh, vorne ging noch mal einiges. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das hat jetzt... Alter, er sieht... Guck mal hier. Fahrwerk, ich sag's jedes Mal. Fahrwerk und Felgen machen ein Auto. Guck mal, wer es für eine andere Aufdrehung dieser Wagen hat. Wenn man den 1400 PS Motor jetzt mal außen vor lässt, der da unter der Haube jetzt arbeitet. Ich muss da gerade mal schnell was gucken. Oh ja, alles gut. Und jetzt gucken wir, dass wir noch eine Livery kriegen. Ich meine, es sieht jetzt fancy aus. Ich glaube, die Livery wird sich gleich wieder ein bisschen downranken. Es gibt das Gelbe und es gibt das... Was ist denn jetzt die aktuelle Taxi-Livery von dem? Weil das, genau, dieses Pinke hier. Das ist halt auch die Livery. Die gibt es in Pink und die gibt es in... Ich habe keine Ahnung, wann die weiß, welche Farbe fahren. Das ist von 2018 zum Beispiel, dieses Pinke. Ja, dann wird das ja wohl die aktuellste Livery sein. Wir machen mal das Pinke. Wir nehmen mal das Pinke, komm. Das Gelbe ist so klassisch. Ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also Pink-Weiß habe ich jetzt das erste gesehen. Ich weiß, dass es auch gelb geht, aber ich weiß nicht, in welchen Städten und wo in Mexiko und ab wann vielleicht nicht mehr und welche Baujahre. Wie gesagt, der Wagen wurde mittlerweile gebaut in Mexiko, falls es euch aufgefallen ist. Das kann alles gewesen sein. Ja, wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus auf den Dragstrip, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Was hat denn der Wagen jetzt eigentlich für einen Endscore? 967 S2, bitte, was? Okay. Das sieht aber auch geil aus, Alter, jetzt mal wirklich. Das ist so eine typische Sleeper-Karre, die du beim Viertelmeile-Rennen triffst. So. Naja, ich habe ja meinen Michael Churro aus Mexiko ein Taxi importiert. Bitte nicht auf die Felgen und die 225er gucken die jetzt komplett. Okay, wir ändern mal direkt die Übersetzung. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Ganggebänge war, aber es können ein bisschen weniger Gänge geprügelt laufen. Ja, wir können natürlich 400 fahren, 289, 373. Ich glaube, wir haben ein bisschen Topspeed-Möglichkeiten. 369. 384, komm, mach die 400 im Zuro voll. 407. Geht da noch mehr? 408, Alter, wo hören wir denn mal auf? 418,6. 434, ist jetzt mal gut, Digga. 443. 444. 444,9. Wir gehen gleich auf den fucking Highway. Ich will 494, 400. Das will ich fahren, Alter. Das ist ja komplett bescheuert. Wir gehen gerade mal ganz kurz hier vorne hin, weil ich will noch mal eine Viertelmeile fahren. Weil jetzt haben wir... Also wir knallen immer noch die Gänge wie bekloppt da durch. Obenrum ist halt gleich Feierabend, aber...
Wir könnten eigentlich für normale Rennen gehen mit der KI fahren, ne? Jetzt probieren wir mal aus. Komm. Solo. Aktuelles Auto. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Und wir stellen auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Bin mal gespannt. Egal, was die KI mit dem Score mir entgegenwerfen wird, eigentlich dürfte sie keine Chance haben. Weil Bugatti Chiron, Königsegg und bla, all der ganze Bums. Alles Scheiß im Vergleich. Jetzt mal kein Scheiß. Schwierigkeitsgrad ändere ich selbst. Warum habe ich jetzt Volvos als Gegner? Nicht, dass ich den 15er jetzt shamen will, aber ich glaube, das Spiel will einfach nur... Jetzt habe ich einen 15er als Gegner. Ah, der hat natürlich dieselbe Fahrzeugklasse genommen, ne? Ja, das ist kacke. Wartet mal. Ah, der nimmt dieselbe Fahrzeugklasse. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Ich will ja... Wir müssen einfach für den Ghost machen. Wir müssen das Spiel wählen lassen. Mal kurz dahin. So, jetzt nochmal. Solo. Blaupause erstellen. Anything goes. Mhm. Offen. Nee. Abbrechen. Lass uns sprechen. Verdammt. So, nochmal. Blaupause erstellen, weil ich will S2 haben. Anything goes. Weil X ist kacke. S2. Ja. Veröffentlichen. There you go. Aktuelles Auto. So. Gut, jetzt fahren wir auch gegen vernünftige Autos, weil wir fahren jetzt gegen Volvo Kombis und nicht, wie gesagt, wäre auch nice gewesen, aber die hätte ich komplett zerrissen. Ich will halt ebenbürtige Konkurrenz, wie man so schön sagt. Der Bugatti von Mexiko hier, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt eher neben mir steht. Guck mal, das ist wunderbar ein Diablo. Unten geht die 3 oder geht die 2 neben uns. So, wir sind auf unschlagbare KI. Das ist unser Gegnerfeld. Wir haben ein... Was ist denn? Ah, das ist der Cupra, glaube ich. Formel D haben wir, F450, es ist wirklich ein wildes Fahrerfeld drin. Wir haben keinen einzigen Bugatti und so drin. Ist mir egal. Jetzt wird zerlegt. So, jetzt gibt es mal eine richtige Packung hier für GT2S und sowas. Here we go. Wenn ich mal Grip kriege. Oh, komm, Bruder, zieh! Ich habe gesagt, hier gibt es eine Packung. Oh ja, komm. Ja! Oh! Dieses... Ich muss die Gänge übersetzen dringend lernen, denn die ersten vier Gänge haben gar keine Funktion. Ich habe gewonnen, ist mir egal, was da steht. Die ersten Gänge haben nichts zu tun, außer mit bam, 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 bum durchgeknalle. Okay, wir sind zeitgleich im Ziel. Aber ist oben herum so. So am Anfang so, nein, ich lasse den anderen mal kurz ihre Chance und oben rum dann so, bam. Okay, wir gehen jetzt mal auf den Highway. Es ist halt viel zu geil, dass dieses Ding so asozial viel Leistung haben kann. Und vor allem in diesem Leistungsgewicht. Wie gesagt, 1000 PS auf unter eine Tonne. Das ist wirklich geil. Gut. Wir gucken mal, ob wir den Topspeed auf der Autobahn jetzt auch hinkriegen. Der ist komplett am Hüppeln, Alter. Boah, der Wagen kann gar nicht mit der Leistung umgehen. Wo ich es ja nochmal erwähne, 225er ist für die Leistung halt wirklich komplett bescheuert. Die zerreißt du beim Gas geben. Alter, wie einfach der die 400, was ist denn los mit ihm? Ich fahre gerade 44, als wäre das gar nichts. Also wirklich, ich sag, 44 ist hochbeschleunigt, als wäre das gar nichts. Der fährt die 44 und 43 einfach so, wie gesagt. Also der macht das ja so entspannt. Das fühlt sich ein bisschen wie Cheaten an. Also er fährt sich dabei auch komplett scheiße. Das Ding ist komplett überfordert mit seiner Gesamtsituation in der Existenz, die es hat. Aber... Ich meine, wir loten den Tag... Oh Gott! Oh Gott! Oh! Ich wollte gerade sagen, wir loten den Tacho ein bisschen aus. Falls es dir aufgefallen ist. Welchen Gang kann ich denn anfahren ab hier schon? Ah, 4, der geht schon wunderbar. Hat einen Schub. Das finde ich sehr positiv. Wo ich mich hier gerade ein bisschen über die optischen Abgeteile echauffiert habe, wäre cool gewesen. Es wäre super cool gewesen, hätte er irgendein fancy krasses Bodykit bekommen. So wie dieser China-Van da, wisst ihr, was ich meine? Hätte ich bei dem ja auch hart gefühlt. Ich finde aber sehr, sehr cool, dass du dem so viele Motorswap-Varianten zu geben, dass du mit dem Wagen halt so viel rumexperimentieren kannst. 225er funktioniert einfach überhaupt nicht mit der Leistung. Mann, Alter.
dass man den Wagen so viel rumexponieren kann, dass man so viele verschiedene Motoren reinballern kann. Weil natürlich ist es gewissermaßen ein Meme-Auto. Klar, einerseits wollen wir es haben, weil es ist halt mexikanische Kultur und auch ein bisschen mexikanische Geschichte. Der gehört schon in das Spiel rein, was sich dann auch in Mexiko befindet. Aber natürlich nimmt ihn jetzt keiner ernst oder so. Das ist so, den ist schon mein Traumwagen im Vergleich zu Bugatti Chiron, geiler in der R34 GTR und sonstigen Spielrenzen, die sonst welche Idioten haben wollen. Ich bin ein Mann von Kultur, ich möchte den Nissan Tsuru fahren. Klar, die Leute gibt es auch, aber eine kleine Minderheit vermutlich. Und die meisten wollen das Ding eher einfach, um Bullshit zu bauen. Und hier bin ich. Gerade mit über 44 km/h über die mexikanische Autobahn. Das fucking schnellste Taxi von Mexiko. Es gibt die schnellste Maus von Mexiko, das ist das schnellste Taxi von Mexiko. Here we go. Die Eckdaten wirklich sind komplett wild bei dem Auto. Also wirklich. Warte, wir fahren jetzt noch ein Viertelmeile-Rennen, machen wir noch. Das machen wir noch. Ich stelle mir das jetzt ein, dass die Gegner, weil die Gegner ja gerade keinen Bock hatten, die Autos zu fahren, auf die Bock hätte. Wir wählen mal gerade Autos aus. Wir nehmen den Chiron. Wir Bugattis rein, Königseck und den Nissan Tsuru. Weil das Rennen möchte ich haben. Ich möchte ein Custom-Rennen haben. So, Solo. Blaupause erstellen. Individuell. So. Gehen erstmal kurz zu Nissan, dass wir den Tsuru nicht vergessen, weil das ist das wichtigste Fahrzeug hier für unsere Liste. Da ist er doch, Nissan Tsuru. Dann gehen wir mal hoch zu den Jungs und Mädels von Bugatti. Da nehmen wir den Divo. Und von mir aus auch den Chiron. Dann nehmen wir noch den Hennessy Venom, weil der hat schon mehr PS, als wir jetzt schon getuned haben. Oder F5 könnte mehr haben. Nehmen wir den F5, wunderbar. Dann nehmen wir natürlich noch die Leute von Königseck mir rein mit dem Jesko und dem Agera S von mir aus. Und ja, nee, das reicht dann schon. Das reicht dann schon. Ja, das ist passend. So, wunderbar. Veröffentlichen. Here we go. So. Jetzt habe ich natürlich die KI nicht nur Nissan Tsurus nimmt, aber ich vermute, dass sie jetzt zu den Bugattis und Königseck greifen werden und zum Hennessy. Und ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe das Problem, dass die ersten Gänge scheiße übersetzt sind. Man müsste die ganze Gangübersetzung in den ersten Gängen komplett anpassen. Das ist halt einfach nur wildes Gängegeprügel, hat überhaupt nichts mit Effizienz fahren zu tun, weil theoretisch müsste ich die Gänge länger übersetzen. Ich müsste die Gänge halt viel länger übersetzen, wenn man es mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, was ich hier anstelle. Ich glaube, das ist ein bisschen. Ne, wir müssen den hier länger machen. Ja, irgendwann geht mir natürlich am Ende ein bisschen der Siebengang ist halt beschissen, ne? Mal einfach sagen. Oh, so, was haben wir jetzt mit Topspeed? 44 noch. Jetzt haben wir jetzt so ein bisschen längere Gänge. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas geworden ist, was ich da angestellt habe. Hab ich gerade das ganze Setup kaputt gemacht. Gut, schauen wir mal. Moin, moin, Leute. Ja. Komm, Zü! Dass die Divos stehen. Oh, jetzt kommt mal, jetzt kommt der Schub. Ich hab den Start ein bisschen verkackt. Da wäre mehr drin gewesen. Okay, wir müssen nochmal restarten. Ich habe den Start versemmelt. Ich habe noch die Gänge. Die Gangübersetzung ist auch beschissen. Der schaltet sich ganz weird. Aber ihr seht, ich bin Fünfter geworden. In diesem Starterfeld. Ich muss mal kurz auf den Punkt kommen. Na, hier, Jesko, Agera S. Die haben vor allem alle einen höheren Score. Möchte ich ja auch betonen. Ne? Ich bin hier der Underdog. Okay. Versuche ich den ersten Gang mal ein bisschen früher rein, besser reinzukriegen. Bei dem zweiten, dritten Gang. Jetzt ging's besser. Ja, ich glaube, mehr als Platz 5 wäre es trotzdem nicht. Die Königsecks sind halt einfach doch noch eine Macht. Jawohl, doch, so Piff. Ja, nee. Königsecks werde ich nicht kriegen. Nee. Ja, Respekt. Respekt an die Jungs aus Schweden. Baut da ganz okay Kfz. Ihr könnt gegen ein mexikanisches Power-Taxi ankommen. Das kann Königsecks gerne an die Wand hängen. Das ist sicher ein guter Titel, mit dem man gut arbeiten kann. Aber die Bugattis haben wir geschlagen. Wir sind offiziell Bugatti-Killer mit diesem wunderbaren Fahrzeug. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ganz gerne noch einen Daumen rum. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder hier bei Forza 25 mit dem wunderbaren nächsten Fahrzeug. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ich werde damit raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.